Ein neuer Tag bei mir in der Werkstatt und ich zeige euch einfach mal in diesem Video, wie mein Tagesablauf hier so ist, wenn ich jetzt hier in meine Halle komme. Das allererste, was ich mache, ist, ich gucke mir mal als allererstes an, was meine Drucker so gemacht haben. In dem Fall habe ich jetzt das Druckbett schon leergeräumt, aber normalerweise steht hier AnyCubic Chiron, der ziemlich große Drucker, also der größte Drucker, den ich habe. Und hier ist der Artillery Sidewinder X1. Und die beiden Drucker sind eigentlich so ein bisschen meine Hauptdrucker, meine Hauptproduktionsdrucker. Ihr seht schon, ich habe hier die großen Rollen von MVP oben drauf. Und die beiden Drucker drucken eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin, diese Gestelle für die Trockenboxen. Ich hole euch einmal kurz diese Kiste her, wo ich diese ganzen Gestelle schon gesammelt habe. Also so sieht momentan die Kiste aus mit diesen Gestellen, die ich jetzt hier die letzten Tage gedruckt habe. Oder Wochen sind es wahrscheinlich schon. Und ja, man sieht schon, es sind Unmengen von diesen Gestellen. Und ich kann sagen, dass der AnyCubic Chiron und der Artillery Sidewinder, die sind in letzter Zeit, über die letzten Monate, wirklich zuverlässig gewesen. Das Einzige, was hier mit den Druckern vielleicht mal war, war, dass mal eine Düse vielleicht verstopft war, dass ich die sauber machen musste und mit der Nadel mal durchpieken musste. Ansonsten sind diese beiden Drucker absolut zuverlässig und laufen bei mir jedes Mal, wenn ich hier bin. Aber ich mache das so, oder ich habe das so gemacht, dass ich diese ganzen Gestelle immer so gesliced habe, dass sie ungefähr 6-7 Stunden laufen, damit ich die Drucker ausmachen kann, wenn ich jetzt nicht hier bin, weil ja, mir ist das immer nichts, wenn die Drucker hier laufen und ich nicht da bin, weil zu Hause war es vielleicht noch ein bisschen anders, da war ich halt da, wenn irgendwas gewesen wäre, hier bin ich halt nicht da, wenn es hier anfängt zu kokeln, wäre mir das ein bisschen zu heikel. Dann kommen wir hier zur nächsten Station. Hier steht einmal der FL Sun, so ein Delta-Drucker. Da habe ich nichts verändert. Also der ist noch absolut Stock. Oh, muss man mal die Lampe hier ein bisschen einstellen. So, der ist noch absolut Stock. Der druckt mir hier die Röhrchen für die Gestelle unter anderem. Hier ist auch schon eine Kiste voll. Das macht der, wenn ich jedes Mal hier bin. Und der druckt auch die hohen Röhrchen. Auch ein zuverlässiger Drucker. Ich habe ihn noch gar nicht gereviewt. Und das Einzige, was hier mal war, war, dass die Riemen sich irgendwie abgenutzt hatten. Ich weiß nicht, wieso. Die waren auf jeden Fall völlig zerstört. Der Basti hat mir die dann gewechselt und seitdem läuft das Ding eigentlich ohne Unterbrechung und hat auch keine Probleme gemacht bisher. Dann ist einmal hier der Oldschool-Drucker. Das ist der AnyCubic i3 Mega, umgebaut auf den Titan Aero. Und ja, der wird so ein bisschen missbraucht, sage ich mal hier. Ich drucke natürlich diese 2-Kilo-Spulen und da bleibt immer zum Schluss ein bisschen Rest übrig. Und ich nutze jetzt den AnyCubic einfach dazu, dass der diese Reste immer verdruckt, wenn ich jetzt zum Beispiel Prototypen drucke. Oder jetzt habe ich hier zum Beispiel auch einfach nur so kleine Dichtringe, die ich jetzt hier so ein bisschen verwerte, sodass ich auch die Reste von den ganzen Filamenten immer so ein bisschen verdrucke. Auch ein absolut zuverlässiger Drucker, AnyCubic i3 Mega, wie gesagt, ist ja... wie der Ender 3, einfach so ein Standarddrucker, den viele Anfänger sich holen und auch zu Recht, weil er halt einfach zuverlässig und gut läuft. Das Einzige, was ich hier verändert habe, ist halt, ich habe das Druckbett verändert, also hier eine feingefräste Aluplatte verbaut und ich habe mir hier so ein Magnetsystem reingehauen mit einer PIE-Beschichtung und natürlich der Titan Aero Direktextruder, der die ganze Sache dann auch noch ein bisschen verschönert. Dann kommen wir weiter zu den Artillery Genius Druckern. Die hatte ich ja in einer meiner letzten Videos auch schon einmal modifiziert oder besser gesagt habe ich oben den Rollenhalter einmal gewechselt. Die laufen jetzt auch wieder zuverlässig. Das Einzige, was hier ab und zu mal sein kann, ist, dass diese Flachbandkabel aufgeben. Hier habe ich bei dem einen zum Beispiel schon einmal die Flachbandkabel ersetzt durch ganz normale Litzen und bei dem anderen noch nicht. Da hält das Flachbandkabel komischerweise, seit ich den Drucker hier aufgestellt habe und der hat wirklich schon sehr viele Stunden auf dem Buckel. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen modellabhängig. Ich würde es nicht empfehlen, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier einfach die Kontakte auf den Platinen ein bisschen aufgekratzt und habe dann da direkt die Kabel angelötet. Ja, würde ich wirklich nicht empfehlen. Das funktioniert zwar bei mir, aber so richtig korrekt ist es natürlich nicht. Dann lieber vielleicht nochmal ein hochwertigeres Flachbandkabel nehmen oder halt einfach welche auf Halde haben, dass man die ab und zu mal austauschen kann. Ja. Das sind meine Artillery-Genius-Drucker, die drucken diese Röhrchen hier Tag und Nacht und diese kleinen Staubfilter machen einen guten Job, wie gesagt, bis auf die Kabel, die bei dem Eindrucker ab und zu mal nachgegeben haben. Einer hatte gefragt in dem letzten Video, warum ich nicht einfach mein komplettes Druckbett voll mache mit den Bauteilen. Ja, die Sache ist die, wie gesagt, ich slice die Teile so, dass es immer genau 6-7 Stunden dauert, bis das Teil fertig ist oder die Teile. Und so kann ich dann halt genau zum Feierabend die Teile abnehmen oder am nächsten Morgen und kann den Drucker ausschalten, wenn ich gehe. Ja, dann schlafe ich einfach ein bisschen beruhigter. Dann kommen wir hier weiter zur mittleren Reihe von meinen Druckern. Und hier steht einmal, ich kann die Kamera mal drehen, einmal der Ender 5.
hier, der druckt größtenteils so kleine Gewinde, also Muttern und so kleine Bolzen mit einem Gewinde dran, kann ich euch einmal einblenden. Ja, der ist momentan aus, weil ich da dieses Stoffgehäuse noch rumbauen wollte. Das habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich lasse das Druckbett immer gerne aus nach der ersten, zweiten Schicht, damit ich hier nicht unnötig Strom verbrauche. Es lösen sich jedoch die Teile, weil es hier relativ kühl in dem Raum immer ist und deswegen braucht dieser Drucker erstmal ein Gehäuse, bis ich das wieder oder diesen G-Code wieder starten kann ohne die Druckbettbeheizung. Ansonsten muss ich sagen, leider habe ich ihn nicht wirklich gereviewt, den Ender 5, und er ist auch schon ziemlich alt. Meiner Meinung nach aber vom Aufbau her und von dem Preis-Leistungs-Verhältnis einer meiner Lieblingsdrucker. Wenn man da noch ein bisschen Liebe reinsteckt, ist das wirklich ein richtig guter Drucker. Das Einzige, was da vielleicht den einen oder anderen ein bisschen abschrecken könnte, wäre die Lautstärke, weil er halt relativ laut ist, auch durch die Motortreiber, die da fest verlötet sind. Da lässt sich aber so ein Silentboard ganz einfach nachrüsten, Firmware drauf und dann ist das Ding auch leiser. Also gerade für Einsteiger, die besonders robusten Drucker suchen, kann ich sagen, der Ender 5, da kann man nicht viel mit falsch machen. Dann komme ich hier weiter. Hier steht der Sowohl SV01, immer noch, wie gesagt, einer meiner Lieblingsdrucker, weil er halt einfach so wenig Schnickschnack hat und einfach seinen Job besonders zuverlässig macht. Auch hier habe ich nur das Druckbett gewechselt auf eine feingefräste Aluplatte mit einer FR4-Platte. Der druckt jetzt in Blau auch von MVP aus PETG die Gestelle Tag und Nacht, oder besser gesagt nur Tag, weil ich ja wie gesagt die Drucker immer nur eine Schicht anlasse, damit mir hier nichts abfackelt. Hier habe ich diesen Prototypen, also das Gehäuse von dem Prototypen verbaut, damit ich auch hier wieder das Druckbett auslassen kann, damit ich da eine gewisse Wärme durch den Bauraum halt in den Drucker habe oder um den Drucker habe und so warpen die Teile nicht. Dann ist hier der Sapphire Pro, so, ich komme mit diesen Sapphires immer durcheinander, schon damals. Ja, den habe ich natürlich komplett gemoddet, zugemacht mit Wasserkühlung. Der spuckt natürlich eine Qualität aus, die wirklich allererste Sahne ist. Ich hatte es in dem Video vom Vortag schon gezeigt oder gesagt, ich wollte eigentlich die Qualität von diesen Displays mal einblenden. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich werde es dieses Mal machen und zeige euch, wie die Qualität aussieht, die aus diesem Drucker rauskommt. Ist nach meinem Eigenbaudrucker mein zweitliebster Drucker. Man muss dazu aber sagen, ich habe natürlich auch viele, viele Stunden Arbeit und auch Geld in diesen Drucker reingesteckt, damit er diese Ergebnisse jetzt auswirft, die er jetzt auswirft. Aber wenn man Lust hat zu basteln und ein bisschen Geld in die Hand nehmen will, kann man aus diesem Sapphire Pro echt gut was machen. Dann kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsdrucker und auch dem Drucker, der für mich die schönsten Teile druckt, ist natürlich der Druckereigenbau. Aber für die Summe Geld, die ich und Zeit, die ich jetzt in diesen Drucker investiert habe, wäre es auch, sag ich mal, schlimm, wenn es nicht der beste Drucker in meiner Halle wäre. Trotz alledem, ich habe ihn ja umgebaut oder konstruiert und gebaut als Prototypen mit einer Wasserkühlung. Und in den anderen Videos hatte ich es euch schon gesagt, dass das eine Step-Down-Modul, was ich dort verbaut hatte für die Wasserpumpe, zu klein dimensioniert war. Ich hatte das schon getauscht und hatte dann einen Kühlkörper oben aufs MOSFET oben rauf gemacht. Da hat auch ein netter Zuschauer geschrieben, packt das den Kühlkörper nach unten. Völlig richtig, weil das ist durchgelötet. Das heißt, es ist besser, man packt da den Kühlkörper von unten in die Platine. Ich versuche das einmal einzublenden, wenn ich jetzt gleich das Ding auseinanderschraube. Trotz alledem, die Pumpe hatte immer noch Aussetzer, weil dieses Step-Down-Modul höchstwahrscheinlich trotzdem zu warm wurde. Ich habe jetzt nochmal ein etwas Größeres bestellt. Ich glaube, es gab unter diesen Billigmodulen kein stärkeres Modul als dieses hier. Ich glaube, das schafft jetzt 20 Ampere und hat riesengroße Kühlkörper drauf. Warum ich das überhaupt verbaue, sage ich euch gleich noch. Das heißt, bevor ich gleich zum Beschichter fahre und hier meine Blechteile abgebe, werde ich einmal den Druckereigenbau unten auseinanderschrauben und einmal das Step-Down-Modul wechseln, damit auch der Drucker wieder drucken kann, weil so ist mir das ein bisschen zu unsicher, wenn ich nicht weiß, ob die Pumpe jetzt auch wirklich dauerhaft läuft. Thank you.
Damit habe ich das neue Stepdown-Modul jetzt eingebaut. Das alte habe ich, wie gesagt, einfach ausgebaut und das hat aufgrund der Wärme, die sich entwickelt hat durch die zu hohe Stromstärke, ab und zu Aussetzer gehabt. Ich hoffe, dass ich das mit der größeren Variante jetzt nicht mehr habe. Diese etwas größere Variante, die ich jetzt hier verbaut habe, die hat noch zwei Potentiometer drauf. Das heißt, damit kann man noch einmal die Voltzahl und einmal die Amperestärke einstellen. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Ganz wichtig als Hinweis, wenn ihr an eurem eigenen Drucker in den Reihen quasi an der Elektronik schraubt, ganz wichtig immer den Drucker natürlich hinten ausschalten und zusätzlich auch den Netzstecker ziehen, dass man definitiv hier keine Spannung mehr anliegen hat. Okay, dann gucken wir uns mal meinen Aufbau hier an. Also grundsätzlich ist das Ganze so aufgebaut, ich habe hier mein Netzteil, hier meine SSRs für das Heizbett und später auch die beiden für die Bauraumheizung, die irgendwann nochmal reinkommen soll. Hier haben wir das Board, hier eine kleine oder zwei kleine Verteilerleisten, die sind einmal angesteuert auf 12 Volt und hier haben wir noch einmal, ich glaube, 5 Volt. Und hier kommt dann unser Stepdown, oder besser gesagt mein Stepdown-Modul zum Einsatz und hier werden aus 24 Volt nochmal 12 Volt gemacht, extra für diese Pumpe einmal, die oben das Hotend kühlt und ich schwenke mal die Kamera. Einmal hier oben für den Lüfter, der diesen Wärmeaustauscher dann kühlt. So. Wieder zurück. Das war der kleine, der vorher eingebaut war und wie gesagt, der war einfach nur, wir müssen scharf stellen, der war einfach nur zu schwach, wurde dann trotz des Kühlkörpers hier zu warm und hat halt dann Aussetzer gehabt. Deswegen habe ich jetzt die größere Variante hier eingebaut. Ganz wichtig und der erste Schritt und die erste Regel bei einem Step-Down-Modul ist, wenn man das eingebaut hat und an seine Stromquelle angeschlossen hat, in dem Fall jetzt hier 24 Volt, definitiv die Endverbraucher, die jetzt hier dran sind, erstmal nicht anstecken, weil man weiß ja vorher gar nicht, auf welche Voltzahl das Step-Down-Modul jetzt eingestellt ist. Das heißt, es kann sein, dass hier hinten trotzdem 24 Volt rauskommen, die Endverbraucher sind angeschlossen und brennen einem im schlimmsten Fall sofort durch. Das heißt, erstmal Endverbraucher abgeklemmt lassen, nicht so wie hier. Und dann hat man hier zwei Potentiometer. Über das eine, das heißt hier CV, kann man die Voltzahl einstellen. Das heißt, dieses nutzt man zuerst und stellt sich dann am Ausgang die entsprechende Voltzahl ein. In meinem Fall sind das halt 12 Volt. Das Ganze, das messe ich einfach hier oben mit meinem Voltmeter, klemme ich mir ran, stelle dann an der Stellschraube hier unten entsprechend im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und stellen wir dann die Spannung hier hinten ein. Zusätzlich bei dem Modul, ich werde das auch unten mal verlinken, falls es einer von euch auch nutzen möchte, kann man hier noch einmal die Stromstärke einstellen. Das ist gerade, wenn man jetzt zum Beispiel LEDs damit betreiben möchte, kann man diesen Strom hier begrenzen. In meinem Fall war es jetzt so, der Strom war relativ niedrig eingestellt und die Pumpe ging immer an und nach kurzer Zeit ging sie wieder aus, weil anscheinend der Strom, den diese Pumpe gezogen hat, so hoch war, dass es über den Wert von diesem Step-Down-Modul hier lag. Das heißt, ich habe einfach hier das Potentiometer von CC so weit hochgedreht, bis ich gemerkt oder gehört habe, dass die Pumpe hier ihre volle Leistung quasi aufbringt und damit war ich auf der sicheren Seite und wusste, die Pumpe läuft definitiv auf Maximum. Als letzten Schritt, wenn ihr euer Step-Down-Modul dann eingestellt habt und die entsprechende Voltzahl hier hinten rauskommt, dann könnt ihr eure Endverbraucher anschließen. Ich finde es ganz schön hier, die alte Version, die war ja zum Löten gedacht. Hier muss man also die Kabel anlöten. Bei dem hat man jetzt hier Klemmen, das heißt, man kann das mit Schrauben festmachen. Finde ich immer noch ein bisschen schöner, als wenn man jetzt da an den Bauteilen rumlöten muss. Und so vergeht ein Tag in der Printcore-Werkstatt. Man schafft immer oder ich schaffe immer viel weniger, als ich mir eigentlich vornehme. Aber ihr seht ja nicht im Hintergrund, wie ich die Kameras umbaue, wie ich die Lichter hinstelle. Das kostet halt alles immer ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur basteln und schrauben würde. Da schaffe ich natürlich deutlich mehr, als wenn ich jetzt auch noch den Videoschnitt und den Kameraaufbau mit einrechne. Ich werde jetzt natürlich die Blechteile, wie versprochen, nehmen, ins Auto packen. Dann werde ich zum Pulverbeschichter fahren und werde den mal fragen, was das uns jetzt kostet, wenn wir die ganzen Teile Pulver beschichten lassen. Und ja, dann ist für mich auch für heute wieder Feierabend und ich werde nach Hause fahren und auch mal einen Happen essen. Ich schraube jetzt die Kiste noch zusammen im Hintergrund hier, den Printcore One. Ich werde noch eine kleine Zeitraffer für euch mit einstellen und dann druckt der Drucker hoffentlich auch wieder dauerhaft und permanent. Und ich werde dann auch die nächsten Teile für den Drucker drucken, also Druckbetthalter und die ganzen Abdeckungen. Und so wird der Drucker jetzt Schritt für Schritt die nächsten Wochen entstehen. Danke fürs Zuschauen in diesem Werkstatt-Vlog-Video wieder einmal. Ich hoffe, es waren ein paar Infos mit dabei, die ihr vielleicht noch nicht hattet, die euch in euren weiteren Projekten dann helfen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Jo. So, dann kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsdrucker und okay, ist jetzt, und nochmal. Boah, das war Blödsinn.